Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Wir warten, bis hier endlich mal fertig gearbeitet wurde, aber Mike lässt sich Zeit, ne? Ich meine, Ismail könnte ihm mal helfen, aber er ist krank. Wollig warm, was hat denn der getrunken? I had a fruity drink. Gut, dann machen wir mit den Bananen. Hier haben wir die Bananen. Ach ja, ich muss das Zuckerrohr noch ändern, ne? Zuckerrohr in Teufelsgarn, Eufelsahn, Meufelssahn, Kräufelskuhlen. Das passt überhaupt nicht. Egal. So, ich würde gerne auch Honig anbauen. Ich glaube, wir brauchen spätestens Honig, wenn wir hier ins Alkohol gehen, oder? Ja, wobei, weiß nicht. Weiß nicht, ob wir Alkohol brauchen. Honig. Für einen Kaffee vielleicht. Schön Honig in Kaffee rein. Ich bin kein Kaffee-Experte, ich trinke keinen Kaffee, deswegen weiß ich nicht, ob das passt. Aber die ballern mir durch. So, wir brauchen auf jeden Fall mehrere Gärpottische, das kann ich schon mal sagen. Und wir brauchen eine Brauerei. Passt das alles hier rein? Wir brauchen wohl mehr von den Dingern. Ich guck mal, wie viel Platz ich brauchen werde. Aber wenn wir das hier unten hin machen würden, dann würde das Lager wahrscheinlich nicht ausreichen, oder? Wobei, den Alkohol werden wir ja nicht hier lagern. Nur die Zwischenprodukte. Plan das einfach mal. Kann mal einer weiter forschen? Es forscht einfach keiner. Wo sind wir denn hier? Also am besten geht es natürlich Ismail. Gersa. Ja, der legt sich schon hin, wenn es ihm schlechter geht. Gehe ich jetzt mal von aus. So. Gibt sogar eine Bar. Ich weiß nicht, was davon nur hergestellt werden kann und was davon eigene Gebäude sein sollen. Deswegen haben wir jetzt hier. Hier ist eine Wodka-Drum. Die Frage ist, wird da hier, ist das nur der Lager, wo dann Tequila reinkommt, oder wird das hier produziert? Also hier steht zum Beispiel, dass das eine Combo-Unit ist, dass der fermentieren kann und dass man daraus abzapfen kann. Für Storing Behind the Counter of a Warm Saloon. Also im Prinzip hinterm Tresen. So verstehe ich das jetzt.
Das heißt, das muss hier drin gar nicht sein, theoretisch. Ich würde sagen, wir probieren das einfach aus. Alter, das Ding ist ja riesig. Das Lager ist ja theoretisch noch erweiterbar. Jade für 6 Tage. Wie viele? 8! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 7, 8. Wir werden eine vorübergehende Flüchtlingsunterkunft. Kann einer von denen irgendwas geil? Außer sozial sein? Bergbau? Ansonsten verstelle ich bei denen nicht viel rum. Wobei ihr kriegt Transport und Reinigen. Flüchtlinge, die jetzt keine besondere... Wobei er hat 2 auf Bauen, ne? Wir geben einfach allen hier Transport und Reinigen. Das ist deren Haupt... Alter, die gehören alle meiner Religion an. Das lobe ich mir. Also mich als Religion. Ich glaube, die Leitung habe ich noch nicht gelegt, ne? Ne, müssen erst die Wände gemacht werden. Und hier ist auch schon wieder einer, das gibt's doch nicht. Egal, wir nehmen alles mit. Zollen der Geiz. Schöner Händler. Immerhin sind die Betten alle frei. Das Ismael sieht sehr gut aus. Gerser, okay. Jack Black. Schwierig, aber okay noch.
Kommt halt drauf an, wer hier verarztet, ne? Nachricht vom Frieden. Ich will endlich hier Oberflächenglätten anklicken, aber die brauchen noch. Ein Soda von. Kann sein, dass ich diesen Raum irgendwann umräumen muss. Dass ich jetzt alles da reinknalle und das dann aber später alles in die Bar muss. Nikolai. Handel mal mit denen. Jack Black hat einen medizinischen Notfall. Alterslos. Was ist denn hier noch bei? Furchen im Gesicht. Alterslos hätte ich schon gern. Die werden nicht mehr älter. Ja, und es sind nur Furchen im Gesicht, ich meine. Brauchen wir sonst noch was? Wir können mal anfangen, Bauteile mitzukaufen. Bevor das irgendwann wir brauchen und nicht mehr geht. Wir könnten hier gut verticken. Fähigkeitstrainer kochen. Komm, gegönnt. So, wer kann denn hier super kochen? Nikolai hat 15 drauf. Pascal 7. Pascal, ich sehe das so schlecht. Hast du eine Doppelflamme? Nee. Dann kriegt Nikolai den. Und dann machen wir bei Nikolai alterslos rein oder sowas. Oder er wird zum Vampir. Damit Nikolai nicht drauf geht, dann wird er sich heilen. Im Laufe der Zeit. Wo habt ihr den hingelegt? Ihr habt ihn liegen gelassen, verstehe. Es wäre schon sinnvoll, Nikolai zum Vampir zu machen. Er wäre ein super Vampir.
Was für ein Quest? Ach so, ja, den Giftmüll will ich nicht aufnehmen. Ich wusste es. Dass das in die Hose geht, ne? Mike? Was hast du dir dabei gedacht? Mike? Ich glaube, wir lassen es so. Fangen an, Boden zu glänzen. Den einen machen wir noch. Nee, den einen machen wir nicht. Machen wir nicht. So. Boden glätten. Gersa ist am... Der war doch so gut. Habe ich mich verguckt? Gersa war doch so gut. Es war doch Gersa, der so gut war, oder nicht? Was ist mit den anderen? Jack Black wurde immun. Ismail wurde immun. Hä, war Gersa nicht der, der am besten? Hä? Ich hab mich wahrscheinlich verguckt. Muss ja. Sonst wäre er nicht davon gestorben. Die Doppelwand. So, Whisky. Oh, der Brandy ist auch so groß. Dann setzen wir den hier hin. Soda ist eher klein. So, Soda. Wir brauchen noch eine Bar. Vielleicht reicht der Raum doch nicht. Setz die Bar mal hier hin. Wir müssen den Raum ein bisschen größer doch noch machen.
So, dann wenn hier dann so dahin kommt. Der Raum muss größer. Kann sein, dass halt vieles umgedingst werden muss, ne? Umgeräumt. Die Nachtfeier. Jetzt haben wir viele Leute da. Wir können tatsächlich eine Nachtfeier machen. Wo ist sie denn? Wir brauchen mal Holz. Lag. So, was machen wir? Wir machen da auch Bierwürze. Dann brauche ich die Brauerei vielleicht gar nicht. Jetzt ist halt die Frage, ob diese Dinger hier wirklich nur... die Halter sind, dass die dann nachher in die Bar kommen oder ob die hier das herstellen. Wir werden es bauen und dann werden wir es sehen. So, wir haben die Wodka dann. Wir haben das Tequila-Fass, jetzt machen wir noch den Gin-Still und die Espresso-Maschine. Choose Ingredients. Insert Soda-Sirup. Ich dachte, hier mache ich die Limonade. Braunen Zucker. Ein Gourmet-Cocktail. Hier ist Soda-Sirup. Also hier muss ich die Sachen wahrscheinlich vorbereiten. So, hier haben wir jetzt noch eine Espresso-Maschine. Bin gespannt, wenn das alles gebaut ist. Wir müssten eigentlich genug Stahl und Bauteile haben. Es fehlt halt nur an Holz. Ah, da kommt irgendein Verwandter von Micha vorbei. Auch Vampir. Wer weiß.
Ach so, übrigens, machen wir noch mal gerade die Nachtfeier. Starten die Nachtfeier. Ich habe nicht genug Holz. Verdammt. Wir brauchen noch ein Grab. Haben wir jetzt genug Holz? Weil ich überzeugt das ja wen hier. Die gehen alle Holz holen. Von sehr weit weg. Das ist natürlich nicht so geil. Das wird schlecht, wenn keiner da ist. Dafür haben die alle umsonst Holz geholt. Ich hätte das Holz vorher holen sollen. Scheiße. Aber Totenköpfe, das ist wichtig. Es war ein wunderschönes Ritual, trotz der Holzverschwendung. Immerhin. Mehl sollte hier drin gelagert werden, oder? Ich meine, das habe ich eingestellt. Insert Gin. Okay, 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 okay. So, was brauchen wir? Eis, Kaffee, Kaffee. Muss ich das auch hier drin herstellen? So, braunen Zucker. Wo bekomme ich denn braunen Zucker her? Zutaten, Juice und Mais. Hä, ich dachte braunen Zucker. Ah ne, das war für die Limonade. Braunen Zucker. Kriege ich das? Ist das das normale Zeug aus dem Zuckerrohr oder muss ich den herstellen? Braunen Zucker. Sieht wie das Salz aus. Hier ist es nicht bei. Braunen Zucker. Okay, die brauchen alle eine komische Temperatur hier. 120 Grad. Das heißt, ich muss hier mal ein Innengerät hinbauen. Ich kann natürlich leider noch nicht verlegen. Verdammt.
Die Leute sind noch alle am Tragen. Vor allem die Blöcke wahrscheinlich. Haben wir keine Leute, die bauen können? Außer die üblichen Verdächtigen. So, jetzt gucken wir mal, gibt es hier einen Unterschied zwischen der Bar und der Brauerei? Oh ja, Tatsache. Hier kann ich auch Kaffee und sowas machen. Aber gut, das kann ich theoretisch auch hier machen. Micha machte Mike den Hof, indem er ihre Gesichtsbehaarung lobte. Mike reagierte positiv und ist jetzt mit Micha zusammen. Micha, der mit Syagria verheiratet ist, hat eine Affäre mit Mike begonnen. Aha. Moment, wenn ich dein Sohn bin, dann betrügst du etwa meine Mutter? Was hast denn du hier für eine komplizierte oder ist da oder hä? Alter, du hast ja eine sehr komplizierte, du hast ja schon eine Ex-Frau. Sondern ein Enkelsohn, Enkeltochter. Pascal ist eine Enkeltochter. Die Frau ist hier gar nicht mit drin, nur die Ex-Frau. Ha. Das ist kompliziert. Insert Tequila. Insert Gin. So, ich setze ihn hier mal auf 18 Grad runter, theoretisch dann. So, und der ist zwischen 15 und 41. Die sind zwischen 7 und 32. Hier brauchen wir keine. Mal gucken, wie viel die hier dann noch brauchen. Ob irgendwas nicht zusammen in einem Raum sein muss, sein kann. Aber gut, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.